with the car on the sunside. I'm on the road again with a cigarette and a bottle of beer. I know this is my way. Sehr, sehr freundlich und im Oktober. Na also, im Oktober kann das immer noch nicht. Mann, oh Mann. Scheiße. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Late Nights, wieder aus dem schönen Babylon-Kino in Fürth. Und wieder freuen wir uns, dass Uli Zizos für tolle Musik sorgt. Und man mag es kaum glauben, aber wir werden auch jede Menge Spaß heute haben. Sogar ich, denn Benjamin Jungblut, glaubt, ich hätte sonst wenig Spaß im Leben. Zuvor aber zu wirklicher, männlicher Testosteron-Power gepaart mit üppiger Körperbehaarung. 2011 hatte er noch als Poetry Slammer im Jugendclub Omega in Erlangen seinen ersten Auftritt, musste sich da noch Mut antrinken. Inzwischen ist er ein gestandener Comedian. Vielen Dank. Wie ich? Hier gestandener Comedian. Wir freuen uns, dass er zwischen dem Quatsch Comedy Club in Berlin und dem NDR Comedy Contest im hohen Norden die Zeit gefunden hat, unserer kleinen Spatensendung für ein bisschen Lacher zu sorgen. Helmut Steierwald! Ja, ja, ja! Das ist großartig, das ist ja. Ach, wunderschön, wunderschöne Menschen. Du hast einen sehr, sehr gepflegten Bart. Ich möchte mich gerne persönlich bei dir bedanken für diesen wunderschönen Anblick. Ja! Herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin. Ich bin Helmut Steierwald. Irritierte Blicke. Gibt es Fragen? Nein. Okay, ich kläre die Situation mal auf. Also es ist so, ich bin meiner Herkunft nach so undeutsch. Nicht mal Boateng will mich in seiner Nachbarschaft haben. Ja, aber ich bin einfach gut integriert. Das ist mein Ernst. Ich bin wirklich gut integriert. Ja, ich bin so gut integriert. Ich mache jetzt auch bei Schützenvereinsfesten mit. Ja, als Ziel. So. Und ja, viele Leute glauben mir auch nicht, dass ich Ausländer bin. Weißt du, die sehen mich, hören Helmut Steierwald und denken sich, okay, das ist ein hässlicher Niederbayer. Das ist alles, hat seine Richtigkeit hier. Dabei ist das wirklich nur ein Künstlername. Der macht sehr viel Spaß, vor allem im Ausländeramt. Also ich erkläre euch die Situation. Das ist immer das Gleiche, weißt du. Der Beamte sitzt mir gegenüber, ich gehe da rein und dann stellt der Beamte erstmal die obligatorische Frage so, schönen guten Tag, wie heißen Sie denn? Und ich gucke ihn an und sage, Helmut Steierwald. Und er guckt mich an und sagt, okay, du Scherzkeks, ja, und wie heißen Sie wirklich? Und ich sage dann, okay, ich offenbare mich ihm, ja, und sage, ich heiße Emir Puyan Tagikani. Moment, ich buchstabiere es Ihnen kurz. Emirpuyantagikhani. Alles klar. Und er guckt mich an und sagt, guter Steierwald, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Das Katastrophe. Ja, aber ich habe meine Sporen beim deutschen Staat prinzipiell weg. Ja, also, weil Bühne ist nicht das, was ich gelernt habe. Ich bin eigentlich nicht gelernter Comedian oder sowas. Ich habe nicht das Clown College besucht, Freunde. Ich bin, gelernt habe ich mal Lebensmittelchemie. Ja, das ist mein Ernst. Ich bin der Ausbildung nach staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker. Das ist die höchste Qualifikation, die man als Dönermann in Deutschland erreichen kann. So. Also das Berufsbild, das man so hat, das prägt einen wahnsinnig, nicht wahr? Ich hatte mal einen Zuschauer im Publikum, der war Stellwerkstechniker bei der Bahn. Und ich hatte viele Fragen an den Kerl. Also jetzt nicht so Fragen wie, wieso ist der Service so schlecht bei der Bahn etc., sondern zum Thema Liebe. Wirklich, weil ich hatte kurze Zeit davor auf RTL Explosiv so eine Dokumentation gesehen über einen objektophilen Perversen, der in einer festen Beziehung mit einem Zug lebt. Also ich habe mich gefragt, wo haben sich diese beiden kennengelernt? Ich meine, das ist irgendwie, ist dieser Typ dann der berüchtigte Personenschaden im Gleis, habe ich mich gefragt, was soll das? Ja, vor allem, wie lernt man sich kennen? Braucht so ein Typ Tinder oder dem reicht wahrscheinlich die Bahn-App? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und vor allem, wenn die Beziehung zu Ende ist, stellt er dann seinen Facebook-Beziehungsstatus auf? Entgleist? Also ich bin mir. Und vor allem, wie merkst du in deiner Kindheit erstmals, dass du auf sowas ab
fährst. Ich bin mir nicht ganz sicher. So merkst du das, wenn zum Beispiel im Kinderfernsehen dann so frühmorgens Thomas die Lokomotive durchs Bild gerauscht kommt? Ja, und ich stelle mir vor, wie geht das dann weiter in der Pubertät? Sie gucken ein bisschen skeptisch. Ich möchte Sie da ganz persönlich adressieren. Also machen Sie sich nicht. Es schämen sich viele Leute im Publikum immer, wenn ich meine Storys erzähle. Aber stellen Sie sich mal vor, ja, so ein Typ mit so einer, nennen wir es mal Neigung, ja, der hat dann zum Beispiel in der Pubertät die erste Freundin. Und die ist dann so ganz irritiert, weil er ganz komische Wünsche ihr gegenüber äußert, so im Schlafzimmer dann so, komm Kleine, sag Tschu-Tschu. und sie dann so, Tschu-Tschu. Und dann setzt er sich so sein kleines Lokomotivmützchen auf und legt richtig los. Ja, okay, es entgleist schon wieder. Das ist scheiße. Ja, man kann humoristisch dieser ganzen Zug-Affäre sehr viel Lustiges entlocken. Okay, das ist jetzt aber als Lebensmittelchemiker, was ich ja bin, du lernst krasses Zeug. Ja? Also mir war zum Beispiel lange Zeit nicht bewusst, dass Lachsschinken nichts mit Fisch zu tun hat. Okay. Allgemeine Stille, skeptische Blicke, ist mir klar. Ja? Viele Leute denken dann so, ja, das ist doch Allgemeinwissen, du blöder Penner. Ich weiß, all die Jahre zuvor habe ich das immer meinen islamischen Kumpels einfach so aufs Brot gepackt, ja, und so gesagt, nimm es hin, Bruder, denn es ist Fisch. Und der Typ dann so, voila, Bruder, es schmeckt wirklich fabulös. Es vermag die kulinarische Finesse anderweitiger türkischer Delikatessen in den Schatten zu stellen, wie zum Beispiel Sucuk. Oder Pastorma. Ich wusste ja nicht, dass ich den Typen straight in die Hölle befördere. Ja? Und dann habe ich im Studium das erfahren und einfach weitergemacht. Also ich hab die Kurve nicht gekriegt. Ich habe sie einfach nicht gekriegt. Aber als Lebensmittelchemiker lernst du auch andere Sachen. Also zum Beispiel, ich mache momentan mit Lebensmitteln prinzipiell das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ja, und zwar sie nicht essen. Also ich mache aktuell eine Diät. Und das Schreckliche an der Diät ist, es gibt niemanden, der einem dabei hilft. So, ja. Also ich sage so ganz feierlich, ich möchte so richtig schön abspecken. Die erste Reaktion, die ich darauf erhalte, sah folgendermaßen aus. Ja. Die sah so aus. Was? Du? Nee, das schaffst du nicht. Guck mal, hier, ich habe hier eine Tafel Schokolade für dich. Möchtest du was davon abhaben? Ach, du darfst ja nicht. Das tut mir ja leid, du Opfer. Okay, hier. Oder komm, Negerküsse. Ja, die liebst du doch so. Die sind doch so geil. Geil, die sind der Hammer. So cremig, weich im Innern. Das ist großartig. Oh, geil. Und auch noch mit weißer Schokolade. Die sind der Hammer. Ich nehme immer nur die mit weißer Schokolade. Und ich stehe nur so da und sage, Mama, hör auf mit der Scheiße. Ja. Du hast Diabetes? Meine Mutter ist Diabetikerin und vor allem aber auch Rassistin. Entschuldigung, die nennt Schaumküsse Negerküsse und nimmt dann nur die Weißen. Was ist schiefgegangen bei der Frau, Alter? Ah, oh Gott. Das Ding ist, es gibt eine ganz krasse Story, wo meine Mutter eine wesentlich tragende Rolle spielt. Und die handelt auch davon, wieso ich Helmut Steierwald heiße und nicht eigentlich, wie ich wirklich heiße. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich heiße Emir. Ja? Und das Ding ist, folgende Situation hat sich damals in meiner Jugend ereignet. Damals, da hat in meiner unmittelbaren Nachbarschaft so ein Mitschüler von mir gelebt, der Ronald, den habe ich damals so in der Mittelstufe frisch kennengelernt. Und Ronalds Eltern, das waren einfach so ganz freundliche, kulturoffene Deutsche, die auf so Partys einfach mal den Satz äußern wollten, so, wir haben ja jetzt auch türkische Freunde, ja? Wir haben ja jetzt auch türkische Freunde. Kennen Sie schon Baklava? Nein? Oh mein Gott, da ist Ihnen was entgangen. So, und deswegen wollten die uns halt als Familie einfach kennenlernen und haben meine Eltern und mich zu sich zu einer Gartenparty eingeladen. Ja, und entgegen der freudigen Erwartung, weil meine Eltern hassen Baklava, entgegen der freudigen Erwartung hatten wir keinen Baklava mit dabei, sondern einen Gugelhupf. Ja, wir haben Dönersoße drüber gemacht, so damit es so ein gewisses exotisches Flair kriegt. Ja, und auf dieser Gartenparty, alles lief ganz normal und plötzlich verquatscht sich Ronalds Oma mit meiner Mutter. Ohne aber zu wissen, dass das meine Mutter ist. Ja. Und im Gespräch erzählt Ronald einfach so, ja wissen Sie, mein kleiner Engelsohn, der Ronald, der hat jetzt einen neuen Spielkameraden gekriegt. Ein super süßer, putziger, kleiner, super süßer, indischer Junge, der Emir. Ja, und ich stehe direkt daneben, meine Mutter guckt zu mir rüber, ja, und ich gucke meine Mutter völlig ratlos an und sage so, keine Ahnung, Chicken Tandoori Masala, ich habe einen scheiß Chakra, ja, und meine Mutter sagt dann so, das ist mein Sohn, der Emir, ich bin Türkin und mein Ehemann ist Iraner, und dann hat Ronalds Oma, und ich werde das bis heute nicht vergessen, gesagt, und haben Sie sich entschieden, einen kleinen indischen Jungen zu adoptieren?
Und das ist das Ende der Geschichte. Ja, Mic drop, nicht wahr? An dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Schäuble. Grandios. Aua. Das ist ja fürchterlich. Handtuch gibt's keins, dafür Konfetti. Im Bier. Oh Gott, das ist ach, so. Scheiße. Stand-up-Comedy ist so eine Ganzkörpererfahrung immer, das ist immer scheiße. Prost erstmal vielleicht ein bisschen. Entschuldigung, dafür. Helmut. Du hast es ja. Mir hat ein. Stoß mal erstmal. Mir hat ein Papiertiger ins Bier gewichst. So, bitte. Ja, Prost. 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 Auf die Gesundheit. Helmut, du hast es ja mehrfach erwähnt, wenn wir so zusammensitzen. Man kann es sich denken, man kann schlussfolgern, dass da vor 27 Jahren kein Helmut Steierwald zur Welt gekommen ist, sondern ein Emir Takikani. Aber viel interessanter ist der Wandel. Schau mal den netten, freundlichen Emir an und dann der grantige Helmut. Wie ist das zustande gekommen? Warum? Vollmond wirkt sich auf mich sehr unvorteilhaft aus. Das erste Bild ist ein Bewerbungsfoto und da habe ich eine Stelle gefunden und das ist 3 Monate nach, also das ist noch in der Probezeit entstanden, also man sieht, der Job hat... Das macht die Uni Erlangen aus einem. Ja, genau, ich bin da angestellt und das ist, der Alltag ist ein bisschen stressig und dann siehst du halt eher so aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz klares Zeichen dafür, dass es sich lohnt, dort zu arbeiten. Ja, gibt es Fragen? Ich habe eine. Ja. Du hast ja als Poetry Slam angefangen, machst ja zum Teil immer noch. Wann hast du dich entschieden, Stand-Up-Comedy zu machen und warum? Ich war halt immer ein lustiger Arschkopf auf der Bühne. Und das Ding ist, Poetry Slam im Kontrast dazu ist doch ein etwas verkopfteres Format. Nicht, dass es da nicht prinzipiell lustige Texte geben würde, aber ich muss einfach sagen, ich habe mich da an einem Game beteiligt, in dem ich einfach übelst schlecht war. Also ich bin ein schlechter Poetry Slammer, das muss man sagen. Weil ihr könnt euch das eventuell vorstellen, so Julia Engelmann und so weiter. Das sind ja Texte, die darauf hingeschrieben sind, den Zuhörer emotional bei der Hand zu nehmen, ja, durch eine Kaskade von Gefühlen zu führen. Am Ende sagt dann die Poetry Slammerin, der Poetry Slammer, ganz bedeutungsschwanger: Vielen Dank, das war's von meiner Seite. Ins Mikrofon und dann gibt's tosenden Applaus. Bei mir war es immer so: Alter, was macht dieser behaarte Affe da auf der Bühne? Was ist das für ein Arschkopf? Kann den irgendjemand mal runterholen? Das große Ding ist an der ganzen Sache, die Poetry Slam Community ist wesentlich besser vernetzt als die Comedy Community. Ja? Also Poetry Slams, da wirst du rumgereicht, da fährst du rum, du kriegst immer Fahrtkosten und Unterkunft. Und das ist super. Ja, das ist ein Luxus bei der Comedy. Es gibt wirklich Comedy-Kollegen, die übernachten nachts auf der Toilette. Das ist also auf der Bahntoilette. So, das ist kein Scheiß. Und dementsprechend habe ich Comedy erstmal bei Poetry Slams betrieben. So. Und dann kamen allmählich Comedy-Shows dazu. Also erstmal hatte ich dann einen Auftritt beim NDR Comedy Contest. Und dann habe ich eine Agentur gefunden, die mich so ein bisschen weiter vermarkten möchte. Und jetzt kriege ich halt auch Comedy-Auftritte, wo es Gage gibt, wo man Fahrtkost, Unterkunft. Das ist warm Essen, warm. Ist ja auch immer so die Frage, Comedian oder Kabarettist, wo würdest du dich da einordnen oder würdest du sagen, das ist komplett überflüssig, diese ganze Kategorisierung? Kabarett ist ja immer so definiert als ein etwas verkopfteres Format, in dem auch politische Themen aufgegriffen werden. So Gedanken, die auf Weltverbesserung abzielen, sind meistens im Kabarett verortet. Du hast ja hier gesehen, ich habe jetzt die Welt kein Stück besser gemacht und jetzt auch nichts wirklich gesagt. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist Comedy, aber für mich persönlich zählt ja auch nicht wirklich diese Kategorisierung. Hast du schon mal vor Kabarettpublikum gespielt? Oh ja. Hat's wehgetan? Es brennt immer noch ein bisschen. Also habe ich auch umfangreich. Also ich habe auch sogar einen Kabarettpreis gewonnen, den Turn- und Taxis-Kabarettpreis. Oh mein Gott, wirklich diesen Preis? Ja, genau. Aber ich hatte auch unbequeme Erfahrungen. Ich wurde sogar mal ausgebuht. Alter, wirklich. Das war bei der St. Ingberter Pfanne. Da bin ich dann so, nach 45 Minuten habe ich mich da abgekämpft und dann habe ich gesagt, es war mir eine große Ehre, hier bei Ihnen gewesen sein zu dürfen, verbeuge mich, ja, und dann trete ich einen Schritt zurück, um den warmen, sanften Applaus des Publikums zu empfangen und dann höre ich mittendrin so, buh, und ich Vollidiot dachte noch, ey, da ruft ein Fan, Helmut, aber nein, das war nicht dabei. Später wurde in den Zeitungen einhellig berichtet, es wurde gebuht, also das war... Nicht so geil. Es ist ja auch schwer, wenn man ein Publikum voller humorloser Menschen hat. Ich sag dir mal, wenn du ein Publikum voll mit Menschen wie ihm hättest, guck dir mal das Gesicht an. Ja? Einfach zum Reinschlagen. Nein, du siehst gut aus. Ich wollte gerade noch sagen, bei dir habe ich lachen können. Aber das Problem ist halt, Benni,
Der macht immer Witze, da kann ich halt einfach nicht lachen. Du hast keinen Humor. Ich habe natürlich einen Humor. Guck mal, da hat Helmut auch keinen Humor. Helmut, weil über Helmut habe ich lachen können. Jetzt fängst du an. Bitte auch mal aufhören zu streiten hier. Ich muss jetzt nochmal, ich lasse das nämlich nicht auf mir sitzen, weil der Benny sagt immer, ich würde nicht lachen und das stimmt nicht. Und da habe ich mir was überlegt. Ich dachte mir, wie kann man dieser traurigen Gestalt Lebensfreude beibringen? Habe ich ein bisschen recherchiert und Lach-Yoga gefunden. Da habe ich den jungen Mann mitgebracht. Gucken wir mal rein. Das bin ich, Benjamin. Und das ist mein sehr guter Freund Adrian. Und Sie erkennen das vielleicht schon am Gesicht, der empfindet vieles außer Lebensfreude. Aber dafür hat er ja mich. Hey Adrian! Scherzfrage. Pass auf. Wer lebt im Dschungel und lügt? Wer lebt im Dschungel und schummelt? Ich muss gerade mit Katharina Schulze telefonieren. Würdest du mich bitte kurz... Mogli! Lassen? Wegen Mogeln. Benni, verstehst du? Zu arbeiten. Okay. Noch eine Scherzfrage. Wer bin ich? Ha, ha, ha. Und, wer bin ich? Adrian? Mir war klar, alleine komme ich da nicht weiter. Marion, wir haben ein Problem. Mein Kollege Adrian Rosa, er empfindet keinerlei Humor, er lacht nie, wenn dann im Keller. Er versteht keinen Spaß, er ist der ernste Mensch, den ich kenne. Kann man beim Lach-Yoga irgendwas machen, um ihn auch ein bisschen Lebensfreude beizubringen? Ja, es geht ganz einfach. Man bringt ihn aus dem Kopf raus. Raus aus dem Verstand und rein in den Körper. So leicht. Wir fangen an mit ein paar Übungen für positive Energie und gute Laune. Ganz wichtig ist, die Hand weit wegwerfen, den Arm weit aus dem Schultergelenk. Wenn es stressig wird, wenn wir irgendwas nicht können, Und all diese Übungen bringen uns aus dem Kopf, raus aus dem Verstand, rein in den Körper. Na, der Kopf, die Yogis sagen immer, der Verstand ist wie eine Horde wilder Affen und es wird Zeit, die zur Ruhe zu bekommen. Und sage laut, ich bin wach und bereit. Ich bin wach und bereit. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Was für eine Freude, dass du da bist. 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 Aha. Aha. Erwachet meine Körperzellen und seid voller Freude. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Sei froh, mein Hirn sei weiße und stark. Ein paar Lachübungen. Wir schicken unsere Denker und Denkerinnen jetzt weg. Wir machen das, indem wir die Arme überkreuzen, uns an den Ohrläppchen ziehen und dann geht die Zunge raus mit einem Bäh und das machen wir dreimal. Atme tief. Bäh. 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 Ich bin positiv. Ich bin positiv. und enthusiastisch. Ja. Forcieren. Jetzt geht's. Cool. Bis dahin war alles normal, aber dann geriet die Sache irgendwie aus dem Ruder. Ha 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 ha
Der Wahnsinn hatte Besitz von ihm ergriffen. Die Welt schien stillzustehen und zum ersten Mal, seit wir uns kennen, waren wir gemeinsam glücklich. Ja, Marion, vielen Dank. Ich konnte trotz der widrigen Umstände bei den Late Nights manchmal endlich wieder lachen. Wie lange hält das jetzt an, die Freude? 24 Stunden mindestens. So lange kann man das im Körper nachweisen, dass wir gelacht haben. Und dann quasi kann ich das einfach jeden Tag durchführen vor der Redaktionssitzung und Mit ein paar Kollegen wäre das eine gute Idee, wenn du ein paar Kollegen findest. Alleine ist es schwieriger. Lachen sollte an erster Stelle kommen. Das ist so wichtig, damit wir unseren Humor auch trainieren. Und der Humor fängt da an, wo der Spaß aufhört. Also wenn es ernst wird, ist es gut, dann Humor zu haben und auch lachen zu können. Ist das nicht die geballte Lebensfreude in deinem Gesicht? Sag mal, 24 danke, Stunden sind vorbei. Helmut, wir haben gelernt, Lachen ist wichtig. Worüber kannst du lachen? Über sehr spontane Dinge. Aber ich kann auch über Lachen lachen. Also dieser Clip, den ihr da jetzt gerade gezeigt habt, der hat mich ja auch sehr erheitert. Also, ich finde das gut. Ja, ja. Hast du Künstler, die du magst? So Comedians, wo du sagst, die sind geil? Ja. Lass mich nachdenken. Okay, es gibt natürlich viele von den Amerikanern. Im deutschen Sprachraum ist zum Beispiel ein super geiler Kollege Stefan Danziger. Ja, der ist super. Er ist noch nicht so bekannt, aber der wird ganz toll. Und ich habe neulich das Programm von Ozan Yaran gesehen. Der ist auch ein richtig geiler Dude. Also der kann auch, der ist richtig vorne mit dabei. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Du hattest jetzt dieses Jahr Premiere mit einem Soloprogramm mit Gutmann in Nürnberg. Was steht als nächstes an? Also ich habe am Dienstag ist die Aufzeichnung vom NDR Comedy Contest, da bin ich mit dabei. Ansonsten tue ich sehr viel durchs ganze Land mit Mixed Shows. Für nächstes Jahr ist dann schon angedacht, dass sich die Solo-Termine ein bisschen mehren und ich auch abendfüllend von mir erzählen kann. Was hier auf weitreichende Begeisterung stößt. Nein, es ist ja. Aber ja, das ist so die Idee. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ich kann mich ja immer noch ins Labor stellen und mich um Schinken kümmern. Ich weiß es nicht. Im Labor machst du auch ab und zu Videos. Wir haben gesehen, Bücher im Hintergrund und du haust davor Rap-Songs raus, zum Beispiel bei Fitness-Freaks. Bist du ein Hip-Hopper oder was läuft bei dir auf dem MP3-Player? Ich habe schon so einen Gangster-Rap-Fetisch. Also ich versuche den Leuten immer wieder den Rapper-Haftbefehl schmackhaft zu machen, womit ich kläglich scheitere. Haftbefehl redet die ganze Zeit so, ich bin ein Hurensohn, wallah, aber nach Köln. Ich finde das großartig. Der Rapper-Haftbefehl geht auch so morgens immer zum Bäcker und dann heißt es so, also so stelle ich mir das zumindest vor, ja. Und dann sagt die Bäckerin so, guten Morgen, Herr Haftbefehl, wie geht es Ihnen? Und dann sagt er so, ich will ein Roggenbrot und einen Toast, Hurensohn. Wie in der Förder Südstadt. Wir freuen uns jetzt nochmal über Musik. Vielleicht kann ich ja dieser Mann auch so überzeugen wie Haftbefehl. Er ist nämlich ein musikalisches Chamäleon, der Doppelpunkt. Der beschreibt ihn als, muss ich ablesen, unverbesserlichen Stadtromantiker, der in seinen Songs urbanen Neofolk, melodiösen Indie-Pop wie auch Großstadt-Blues und Sehnsucht verbindet. Letzten Monat hat er sich schon in unsere Ohren und in unsere Herzen gespielt. Wir freuen uns, dass er heute hier ist, Uli Zizus! Nimm Platz! Hier ist im Weg. In der kuscheligen Mitte. Uli, schön, dass du da bist. Sag mal, du machst schon wahnsinnig lange Musik, ne? Wenn man ein bisschen guckt, geht's bis zurück in die 90er, da warst du Sänger der Indie-Rockband Die Hutpferdemänner. Wow. Wann hat denn das mit dir angefangen? Wann hast du angefangen, Musik zu machen? Musik zu machen mit Xylophon, 4 Jahre, 5 Jahre, Plastikmundharmonika und Singen auf der Schaukel. Okay. So, was war da? Und, 70er Jahre. We built this city on Rock'n'Roll zum Beispiel. Ja. Das passt sehr gut, wenn man so schaukelt zu diesem Rhythmus oder an diesem Beat. Lange Zeit, lange Geschichte. Du hast ja in deiner musikalischen Karriere in verschiedensten Bands gespielt, aber auch die verschiedensten Stilrichtungen. Der Elephant Circus war dabei, da ging es ab 2008 in die America-Sound-Richtung. Dann hattest du noch ein Pseudonym, da hast du Elektro-Folk gemacht, Folk gemacht. Dann gab es eine Dance-Platte, die war eher technisch angehaucht. Was ist es denn jetzt? Suchst du noch so deine Richtung oder sagst du, du willst einfach mal alles ausprobiert haben? Genau der Wechsel, also der Wechsel von Stilen, das Experimentieren mit neuen Genres, das macht mir Spaß. Also das verhaftenes Bleiben in einem Genre und immer darauf fixiert zu sein, ein Ding zu machen, ist ein bisschen langweilig für mich. Also ich suche eher das Neue.
Abwechslung und ja. Das Neue. Ja. Und die Grundidee oder die Grundstimmung ist eigentlich, egal welches Projekt es ist und welche Musik oder welche Art von Musik es ist, identisch. Also es ist immer so eine kleine Melancholie in meiner Musik. Die Texte sind thematisch ähnlich. Und das Soundkorsett, wie eine Art Karaoke-Show, das ändert sich. Okay, es gibt schon und das mache ich ganz bewusst und gezielt. Ja. Du hast dieses Jahr eine neue Platte rausgebracht. Sie heißt Sloppy Hymns of Slow Self-Dissolution, zu Deutsch. Schlampige Hymnen langsamer Selbstauflösung. Schwingt da ein bisschen die Midlife-Crisis durch? Ja, das hast du gut im Band-Info gelesen, im Künstler-Info. ja, es ist so ein bisschen, ich bin jetzt so knapp über 30 und da, was lachst du da? knapp über 40. Und ja, schon zwei, drei nicht mehr dunkle Haare und kennt ihr auch alle ja. Hier in der Schulter, Rücken und überall. Und, ja, es ist langsam so, es ist so gerade im Kleinkunstmilieu, es ist schon ein bisschen so ein kleines Haifischbecken und die jungen, gut aussehenden Leute rücken so nach und es gibt ja viele so Boxerfilme, The Wrestler kennt ihr alle ja. Mit Mickey Rourke. Und wie dann versuchen dann mit Würde quasi über die 35 drüber zu gehen und genau. Midlife Crisis mit Würde, wir wollen wissen, wie sich das anhört, Uli Zitzos. Du darfst nochmal. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Helmut Steierwald. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank.
Vielen Dank ans Babylon, dass wir hier sein durften, dass ihr da wart. Gute Nacht!